Herzlich willkommen bei Facebook Live von der McDonald's Benefits Gala im Bayerischen Hof. Ein paar hundert Gäste sind heute hier eingeladen, um Geld zu sammeln für Kinder in Not. Aktuell im Bild zu sehen ist Comedian Matze Knob. Und der Herr rechts neben ihm, muss ich gestehen, weiß ich leider nicht, wer das ist. Ach, das ist Gregor Glanz. Das ist der Moderator des Abends. Gregor Glanz ist ein Comedian und Musiker und hat sich spezialisiert auf Swingmusik. Also Frank Sinatra ist eines seiner großen Vorbilder. Einmal im Jahr macht McDonald's ein großes Fest, wo sie die Werbetrommel rühren für ihre Stiftung und wo sie viel Geld einsammeln. Und dieses Jahr findet die Gala im Bayerischen Hof statt. So, wir hoffen, dass wir den Matze Knob hier noch vors Mikrofon bekommen. Jetzt wird aber erstmal Fotoshooting gemacht. Wer schon durchgegangen ist, waren drei sehr smarte Ladies. Kathi Hummels, Ina Zarella und Alena Gerber in wunderschönen Kleidern. Die sind aber jetzt schon im Festsaal drin. Wen wir noch erwarten, als großes Highlight Oliver Pocher. Der sorgt ja im Moment extrem für Schlagzeilen. Einmal mit den Doktorspielen, die er mit einer Stewardess gehabt haben soll bei der Eröffnung einer Schönheitspraxis. Und Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer ist ja aktuell wahnsinnig aktiv, dreht einen Film nach dem anderen, beziehungsweise einen sechsteiligen Thriller für Amazon, die erste Serie, die Amazon in Deutschland für Amazon Video selber dreht und selber produziert. Und auf die warten wir natürlich noch. Johanna Klum soll auch kommen. So, und wer der Herr mit der Sonnenbrille ist, oh Gott, schon so oft gesehen. Sein Haar wird immer schütterer. Keine Ahnung, wer er ist. Gregor Glanz mit einer Dame in einem glanzvollen Kleid. Matze Knob wird heute auch Teil des Showprogramms sein. Und wenn wir ihn dann endlich kriegen, dann werden wir ihn auch fragen, was er heute Abend zum Besten gibt. Einer der Stargäste heute Abend soll auch Bonnie Tyler sein. Und wen ich noch entdeckt habe, ist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Wenn man da mal ganz links rüberschaut, ist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Der wartet drauf, bis das Fotoshooting endlich zu Ende ist. Gregor Glanz macht sich schon mal warm für den heutigen Abend. Er ist, wie gesagt, der Moderator des Abends. Wer auch schon durchgegangen ist, ist Boxlegende Henry Maske. Und unsere ehemalige Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth ist auch schon da. So ein Galamenü wäre natürlich nichts ohne ein leckeres Essen. Und ich habe mir das Menü schon mal verraten lassen. Es gibt also als Vorspeise gebratene Jakobsmuschel mit Curry, Zitronengras, Schaum und Kürbispüree. Dann als Hauptgang Bürgermeisterstück vom Nebraska Beef mit Erbsenpüree mit Minze und getrüffelten Kartoffelwürfeln und Karottenkonfetti. Also wie das Karottenkonfetti aussieht, das würde ich wahnsinnig gerne sehen. Leider dürfen wir nicht rein in den Festsaal. Wir dürfen nur hier am roten Teppich stehen. Kann ich euch also leider nicht zeigen. Und als Dessert gibt es Delice von der Nyangbo Schokolade mit Birnenquittenkompott und Mandarinensorbet. Also Schokolade mit Obst gemixt. Ah, und da ist Frau Piller, Sabine Piller und Julia Siegel. Oh, die Julia hat ja ein heißes Kleid an. Und eine sehr praktische Klatsch, die einen Handgriff hat. Und links davon Sebastian Krumbiegel. Julia Siegel und Sabine Piller haben auch einige gemeinsame Abende auf der Wiesn verbracht.
Wir sind sehr gute Freundinnen. Ich glaube, die sind auch Nachbarinnen, beziehungsweise die Frau Pille ist Nachbarin von Julias Papa Ralf Siegel in Grünwald. Und Julia Siegel ist ja auch eine fleißige Bloggerin und schon hat sie ihr Handy gezückt. Also wenn ihr noch ein zweites Gerät habt, dann könnt ihr jetzt dann auf dem iPad oder Tablet parallel gucken, wie Julia vom roten Teppich postet. Wenn sie herkommt, werden wir sie mal fragen, was für ein Kleid sie anhat. Jetzt entführt sie leider Bora Nitschke, das ist der Fotograf mit den langen Haaren, mit dem Pferdeschwanz. Der ist heute exklusiv engagiert von McDonald's. Deswegen darf er auch als einziger auf dem roten Teppich sein. Und fotografiert also im Auftrag der McDonald's-Stiftung. Wen wir noch nicht gesehen haben, ist Viktoria Swarovski. Die soll auch kommen. Die Siegerin von Let's Dance. Die ist momentan sehr viel auf Münchner Events. Erst letzte Woche war sie bei der großen Westwing Party. Das Wohn-, Accessoire- und Möbel-Online, der Möbel-Online-Shop Westwing hatte letzte Woche 5-Jähriges gefeiert mit einem riesigen Fest im Postpalast. Und da war übrigens auch Bonnie Tyler Stargast, die heute Abend hier auch einen Auftritt haben soll. Aber gesehen haben wir Bonnie Tyler leider noch nicht. So, schauen wir mal, ob wir den Herrn Krumbiegel herkriegen. So, wollen die jetzt ein Foto gemeinsam machen? Nicht wirklich. Kommt, Leute. Das glaubt euch doch keiner. Doch, tatsächlich. Na, das wäre doch eine Paarkonstellation. Wir müssen mal fragen, wie der Paarstatus von Julia Siegel ist, weil man hat sie ja schon lange nicht mehr mit ihrem Lebensgefährten gesehen. Schon lange keine Fotos mehr auf Instagram von ihnen gemeinsam. Und auch bei Events hat er sie schon lange nicht mehr begleitet. Ich finde, es wäre jetzt endlich mal an der Zeit, dass sie zu uns ans Mikro kommen. Ja. So, neben uns sind die Kollegen von RTL Exklusiv. Herr Krumbiegel, kommen Sie dann mal zu mir, während Julia drüben ist. Grüßen Sie Gesine Jordan von Vips in the City. Ja. Bei Jordan könnte vielleicht ein bisschen was bei Ihnen klingeln. Joke Jordan, na klar. Ja, das ist meine Schwester. Cool, dann schöne Grüße auf jeden Fall. Ja, die gehen nach Costa Rica, weil weiß sie... Ich habe mich auf Facebook irgendwie mitgekriegt. Sie ist ausgewandert, genau. Joke, cool. Das finde ich ja echt cool. Aber Sie sind hier, man sieht Sie ganz selten in München. Ich bin ab und zu schon in München. Ich war sogar vor 3 Wochen erst mal auf der Wiesn. Nein, wie war's? Das hat mir, sag mal so, man muss sich drauf einlassen. Und wenn man sich drauf einlässt, kann man durchaus Spaß haben. Ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich keine Tracht anhatte, aber das wollte ich nicht. Und da wurde ich ein bisschen beäugt von ein paar Leuten, wurde gesagt, aber am Ende wurde es doch akzeptiert. Ich glaube, heutzutage kann man kommen, wie man will, und das ist, glaube ich, okay. Sie sind anscheinend heute ganz alleine da. Wie fühlen Sie sich ohne Ihre restlichen Prinzen? Ich bin ja zurzeit alleine auch auf Tour. Also ich hatte gestern Abend mein erstes Konzert von meiner Tour in der Nähe von Dresden auf Burg Stolpen. Und das macht großen Spaß. Und ich glaube, dass wir als Prinzen nach wie vor zusammen sind, hat schon eine Menge damit zu tun, dass wir uns zwischendurch eben auch mal die lange Leine lassen und uns fremdgehen lassen. Das macht Spaß und das hält die Liebe frisch. Wie ist Ihre Verbindung zu McDonald's? Ich bin Schirmherr des Hauses in Leipzig. Das ist meiner. Also ich bin, was die McDonald's-Kinderhilfe betrifft, bin ich, glaube ich, schon gut dabei und versuche da, wenn ich Schirmherr bin, das auch wirklich wahrzunehmen und richtig zu machen und nicht nur auf dem Papier zu sein und nicht nur zu den fetten Galas zu gehen, sondern sich wirklich vor Ort darum zu kümmern, worum es eigentlich geht. Dass wir wirklich Kindern helfen, dass wir den Eltern helfen, dass die bei ihren Kindern sein können. Und das läuft in Leipzig sehr gut. Jetzt mal ganz ehrlich, gehen Sie ab und zu McDonald's zum Essen? Ja, ich gehe auch zu einer befreundeten anderen Kette gern. Sie sind aber mutig. Ja, natürlich. Was erwarten Sie sich von dem heutigen Abend? Ich erwarte erstmal, dass ich einen Haufen Leute treffe, die ich kenne, die ich mag. Ich erwarte gute Musik. Ich erwarte eine gute Party. Gute Musik.
Musik. Wir haben gehört, Bonnie Tyler soll auftreten. Wenn Sie Bonnie Tyler hören, was passiert da in Ihrem Kopfkino? It's a heartache, sage ich nur. Also Bonnie Tyler ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ob das charmant ist, das zu sagen, aber sie ist eine Frau von der alten Garde. Und sie hält sich und sie macht nach wie vor Musik. Und ich nehme mir das, was sie macht, ab. Und ich freue mich auf das Konzert nachher. Ja, wir dürfen leider nicht rein. Vielleicht können wir was hören. Vielleicht ist es, rockt sie so laut ab, dass wir es auch hier draußen hören. Vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke auch. Und schöne Grüße an Joke. Ja. Ciao. So, muss ich kurz erklären. Meine Schwester ist Musikjournalistin seit ich weiß nicht wie vielen Jahren und kennt natürlich die ganze Musikszene rauf und runter. Und wer ist da hinten? Johanna Klum? Ja, doch, die hätten wir eigentlich auch gerne im Interview. Das ist natürlich das Schwierige am roten Teppich, dass man sich entscheiden muss, was macht man? Kriegt man jemanden? Zum Beispiel Julia Siegel ist ja jetzt hier noch zu meiner Linken. Die hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Aber der Kollege von RTL hat sie so in Beschlag genommen. Ah, jetzt sind sie fertig. Halt, Julia, Julia, stopp, stopp, stopp. Die Gesine, du erinnerst dich, Vips in the City. Ja, ja, natürlich. Klar. Wir waren auf der Wiesn zusammen nebeneinander gesessen. Du hast andere Haare. Kürzer. Ich war endlich mal wieder beim Friseur. Ah, okay, okay. Was hast du mal für ein heißes Outfit? Wo ist denn da die Kamera? Ach, das Handy. Ich denke gerade, okay. Ja, sehr cool. Was hast du für ein Outfit? Ich habe heute Just Eve an. Just Eve. Just Eve. Just Eve. Wow, wahnsinnig heiß. Toll. Ja, von meiner Seite auch noch durchsichtig. Sieht man das Bein. Sag mal, ganz ehrlich, heute McDonald's-Abend, gehst du da manchmal hin zum Essen? Ich gehe zu McDonald's einmal im Monat ungefähr, auch mit meinen Kindern. Esse aber seitdem ich klein bin, glaube ich, immer nur den Cheeseburger. Und ich liebe den Cheeseburger. Aber ich bin ein bekennender McDonald's-Fan. Sag mal, du als DJ hast du ja auch manchmal ganz lange Abende. Ist es da so, dass man dann irgendwie 4 Uhr, 5 Uhr morgens da dann nochmal beim McDonald's einfällt, wie... Ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die in der Nacht sehr gerne McDonald's essen. Wenn ich aber auf die Figur achte, dann bestelle ich mir 4 Cheeseburger, mache das Brötchen weg und esse dann nur das Fleisch mit den Tomaten und Ketchup. Dann ist es quasi wieder Trendkost und Diät. Stimmt. Sag mal, was erwartest du dir heute von dem Abend? Erstmal freue ich mich wahnsinnig auf Bonnie Tyler. Bonnie Tyler ist einer meiner Heroes. Jim Steinman, für mich einer der geilsten Produzenten neben meinem Vater auf der Welt. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist lange her, dass ich Bonnie Tyler gehört habe. Bist du heute alleine da oder mit Begleitung? Ich habe heute meine Freundin Sabine dabei. Und keine männliche Begleitung heute? Nee, ich bin wieder frei, gucken, ob es neue männliche Begleitungen irgendwo gibt. Schauen wir mal. Ach nein. Doch, endlich. Endlich? Endlich, ja. Aber ihr sah doch so verliebt aus und ihr wart so ein hübsches Pärchen. Ich glaube, da hast du was verpasst. Ich habe mich schon länger her, die Trennung. Okay, gut, dann wünsche ich einen schönen Abend und ein leckeres Essen. Ich habe schon das Menü gesehen, Jakobsmuscheln, Steak. Kein Fisch. Aber macht gar nichts. Kannst du hinterher, weißt du ja noch, wo du hingehen kannst, wenn es ist. Ja. Alles klar, danke. Okay, schönen Abend. Ah, da habe ich ja wirklich was total verpasst. Julia Siegel ist wieder... Julia Siegel ist wieder Single. Das ist das Aneta, lieber Kollege? Ist es die Aneta, die Sängerin? Ja. Aneta Sabig, die hat gewonnen. The Voice of Germany, oder was war's? DSDS, genau. Deutschland sucht den Superstar, hatte eine Wahnsinnsstimme. Und komischerweise nach dem Sieg, weil sie hat auch eine fundierte Ausbildung, also kann wirklich richtig gut singen, wenn ich mich richtig erinnere, aber gewonnen und weg vom Fenster. Sieht heute atemberaubend aus. Und ich persönlich finde es wirklich richtig schade, dass ihre Karriere nicht durchgestartet ist. Ach, und links von ihr ist Matthias Schweighöfer. Und den brauchen wir auf alle Fälle, den wollen wir auf alle Fälle haben. Weggequetscht. Verständlich zu euch rübergequetscht. Entschuldige. Ja. So. Herr Schweighöfer im schicken Zwirn. Wenn Julia Siegel wieder Single ist und Oliver Pocher auch Single ist, dann müsste man ja heute Abend glatt mal gucken, was aus den beiden, ob aus den beiden vielleicht was wird. Aber ich glaube, dass Julia Siegel mindestens einen Kopf größer ist als Oliver Pocher.
Der wollte gerade abhauen. Der wollte gerade ab? Nein, der haut nicht ab. Hier steht, gesagt, Matthias. Ich bin übrigens Facebook Live, Nutzerinformation. Hier ist das Management von Herrn Schweighöfer, der läuft uns nicht davon, der rennt uns nicht weg. Einhauen und stechen. So, jetzt gibt er erst noch da drüben Interviews. Den Fotokollegen, nein, Selfies werden gemacht. Selfies werden gemacht. So, wir warten einfach ein bisschen, wir sind so nett und wir lassen die Kollegen von RTL exklusiv vor. Aber die müssen ja dann noch in Schnitt, wir nicht. Wir sind Facebook Live. Was wir machen, geht gleich auf Sendung, ist fertig. Aber RTL exklusiv, die müssen dann erst noch mit ihrem Band, weil die zeichnen sogar, glaube ich, auf Band. Nein, auf Band zeichnen sie nicht auf. Der Kameramann guckt schon ganz genervt. Oh, auf Band, nee. Also auf Chip machen sie auch. Hoffentlich kann er jetzt das Bild noch scharf stellen, wenn ich ihm das Ohr voll quatsche und hier Blödsinn erzähle. Nein, aber wie gesagt, die müssen dann noch schneiden. Aber die haben mir schon gesagt, sie machen ein 5-Minuten-Special über den Abend heute hier. Und das wird gezeigt, glaube ich, am Sonntag. Also heute ist Freitag, klar. Für die aktuelle Sendung ist es zu spät. 18:30 war ja schon. Und am Sonntag gibt es aber immer RTL exklusiv in Sonderlänge. Und dafür machen sie, glaube ich, der Kollege Carsten macht da ein 5-Minuten-Special. Also wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann guckt da rein. So, Matthias Schweighöfer ist momentan so aktiv, macht unheimlich viel. Also dreht Kino, Serie für Amazon Prime und ist vor allen Dingen wahnsinnig viel auch zurzeit in München. Ich werde ihn mal fragen, ob er schon eine eigene Wohnung in München hat. So, grüße Sie, Jordan von Vips in the City. Hier ist unsere Kamera und wir sind Facebook Live. Oh, wir sind Facebook Live. Yes. Fantastisch. Da ist die Kamera, das Ding ist die Kamera, oder? Nein, das ist die Kamera. Ach, da ist die Kamera, da, ich dachte schon. Das Kleine. Ja. Wahnsinnig viel Facebook Live. Was sind so Ihre Erfahrungen? Es ist immer schön, wenn die Leute so das sehen, man ist live, dann ist man live. Das ist immer schön. Und Sie machen wahnsinnig viel Blödsinn mit Florian David Fitz und haben mit ihm auch gedreht, sind wahnsinnig viel in München. Haben Sie inzwischen schon eine Wohnung in München? Ich habe seit 5 Jahren schon eine Wohnung in München. Nein. Ja. Das sagen Sie jetzt bloß so, um mir irgendwas zu sehen? Ich habe seit 5 Jahren schon eine Wohnung in München, weil der Hauptsitz meiner Firma ist in München und deswegen habe ich eine Wohnung in München. Waren Sie auch auf der Wiesn? Ja. Aber inkognito? Ja, wir laden jedes Jahr ein mit meiner Firma auf der Wiesn, aber machen das natürlich nicht in irgendwelchen groß öffentlichen Zelten. Okay, ich habe Sie vorher gegoogelt und Sie machen so wahnsinnig viel. Thriller für Amazon Prime, Kino 4 gegen die Bank und ich weiß nicht was alles. Können Sie mal kurz noch mal Resümee ziehen? Also es kommt jetzt im Frühjahr des Jahres 2017 eine Serie, die heißt You Are Wanted für Amazon Prime. Dann drehen der Til Schweiger und ich jetzt einen Kinofilm bald. Wir kommen mit einem Wolfgang-Petersen-Film in die Kinos im Dezember, der heißt Vier gegen die Bank. Also Schweighöfer Overflow haben wir dann nächste Zeit. Naja, das wird entspannt. Es wird entspannt ausfallen. Das Ganze heute Abend hier von McDonald's, mal ganz ehrlich, gehen Sie da auch manchmal zum Essen hin? Ich muss ehrlich sagen, immer wieder, wenn die Sucht kommt nach Schokoshake, fährt man da doch vorbei. Tatsächlich, ich dachte, dass Sie jetzt Ihre Kinder als Ausrede benutzen. Nee, meine Kinder waren wirklich tatsächlich noch nie bei McDonald's. Ja. Ich dachte. Nee, das stimmt nicht. Pommes von McDonald's gehen immer. Auf jeden Fall meine Kinder. Ja, doch, das stimmt. Nee, klar, ja. Man wartet auf Sie. Drinnen wartet Jakobsmuschel auf Sie. Dankeschön. So, und wen wir noch nicht haben, und ich fürchte fast, er ist hinten reingerutscht, der Oliver Pocher. Ich glaube, der hat zurzeit für so viel Schlagzeilen gesorgt. Mit vor allen Dingen der Stewardessen-Affäre, dass ich denke, das war es jetzt gewesen. Ich werde mal nachfragen. Entschuldigung, die Dame, kommt der Oliver Pocher noch? Also er hat nicht abgesagt. Aber er kam letztes Jahr auch mit 2 Stunden Verspätung und nicht runterfallen. Eine der guten Seelen, die hier mitorganisieren. Wie ist Ihr Name nochmal gleich? Heike Ditterich. Und Sie sind von?
von McDonald's Deutschland aus der Pressestelle. Und Sie sagen, Oliver Pocher kommt heute noch? Er hat dazu gesagt. Okay, dann warten wir jetzt einfach ein bisschen. Alles klar. Dankeschön. Wir lassen uns überraschen. Dankeschön. Und jetzt ist er endlich da, Oliver Pocher, und er steigt voll drauf ein auf die Schlagzeilen, die er gemacht hat. Anlässlich der Eröffnung einer Schönheitspraxis hat er ja dort wohl ein Techtelmechtel gehabt, also sprich einige Doktorspiele mit einer Stewardess. Er hat ja bei der Eröffnung einer Schönheitspraxis mit einer Stewardess wohl ausführliche Doktorspiele betrieben. Und es hat bei der Bild ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. Er scheint dem Thema nicht aus dem Weg zu gehen. Ich wüsste sonst nicht, warum er anlässlich einer Gala für Kinder in Not im Doktoroutfit erscheinen sollte. Und er hat sich Zeit gelassen. Er ist, glaube ich, wirklich der letzte Gast, der heute hier erwartet wird. Alle anderen sind schon drin. Es hat schon mehrfach einen Gong gegeben. Die Gäste wurden schon aufgefordert, an ihren Tischen Platz zu nehmen. Wir wollten hier schon abbauen. Die ersten Fotografen wollten schon gehen. Aber es hieß, nein, Oliver Pocher kommt noch. Und jetzt ist er auch da. Jetzt gibt er da drüben noch Selfies, macht er jetzt noch. So, jetzt kommt er hierher. Olli. Herr Dr. Pocher, ein kleines Interview. Wir hören einfach mal zu, wir lauschen mal mit. Letzte Woche getroffen haben oder wie sieht's aus? Nein, ich bin einfach als Arzt überall da. Ich bin Ärzte ohne Grenzen und da habe ich keine Grenzen, egal in welcher Stadt man mich braucht. Da bin ich als Dr. Pocher natürlich vor Ort. Und heute ist München dran. Und sind Sie noch in Kontakt mit der Dame? Treffen Sie die heute jetzt oder wie sieht's aus? Das hinterliegt alles der ärztlichen Schweigepflicht, da kann ich leider nichts zu sagen. Von daher, das ist auch im Rahmen der Patienten natürlich das Beste. Die wollen ja auch, dass es irgendwie diskret behandelt wird. Herr Pocher, jetzt haben wir ja, das sind einige Prominente hier, die Sie auch kennen. Die haben wir dann gefragt heute Abend, was Sie denn sagen. Ist es denn, die einen sagen, es ist eine super PR-Strategie, die anderen sagen Lustmolch. Was sagen Sie? Also, der PR-Lustmolch, naja, also ich sag mal so, das ist ganz schwer zu sagen. Wie schon gesagt, ich bin Arzt aus Leidenschaft. Ich habe mir diesen Doktortitel hart erkauft und jetzt versuche ich natürlich das Beste draus zu machen. Und von daher, wer hat denn was gesagt? Dann kann ich ja direkt gleich mal untersuchen. Also Frau Siegel ist zu Ihnen gestanden, andere haben gedacht, ah, ja, die ist zu Ihnen gestanden. Die ist ja auch eine Freundin von der Mutter ihrer Kinder und hat gemeint, das würde die gar nicht interessieren, die Frau Meyer-Wölden. Das ist ehrlich gesagt auch da, wie schon gesagt, ich mache Hausbesuche überall, auch international bin ich unterwegs, ich fliege überall hin, wo es geholfen hat. Aber man muss schon sagen, es ist eine super PR-Strategie. Sie kommen hier als Letzter, alle fotografieren, alle schreien, alle wollen mit Ihnen sprechen. Ja, also ehrlich gesagt lag das aber, dass ich als Letzter hier gekommen bin, daran, dass ich, weiß ja, bis ich die Sprechstunde dann irgendwie schließen kann. Ich warte, bis der Letzte verarztet ist und dann wird es schon mal ein bisschen später. Aber ich habe auch ein Foto mit dem Clown gehabt, also ihr habt alle Geschichten dabei. Aber werden Sie denn, ich meine, ich habe die Damen dann gefragt, ob Sie jetzt Angst haben vom Dr. Pocher, ob die alle verarztet werden auf dem roten Teppich. Manche hatten Angst, Frau Gerber hatte Angst. Frau Gerber oder? Frau Gerber, die Alina Gerber. Ach so. Die müssen ja keine Angst haben. Ich mache ja nichts, was sie nicht auch wollen. Das ist ja ganz entspannt. Also auch bei Alina Gerber, die muss keine Angst haben. Ist es so, Sie machen nichts, was die anderen nicht auch wollen? So ist das normalerweise im Leben. Als Arzt, wer zu mir kommt, dem helfe ich natürlich. Überall, wo es sein muss. Aber wenn es jetzt heute noch mal eine Sprechstunde gäbe, ich meine, Sie haben gesagt, 45 Sekunden waren das. Na, ich mache auch Speed. Sprechstunden, das ist so eine neue Form halt. Das ist ja ganz normal. Wenn einem schnell geholfen werden kann, dann muss man auch mal schnell das Problem erkennen und dann auch die Lösung finden. Würden Sie jetzt als, also nicht als Arzt Dr. Pocher, sondern als Oliver Pocher noch ein ernstes Wort zu den Schlagzeilen, die die Woche waren, sagen, oder? Ich weiß nicht, was, ich bin keine Kunstfigur, ich bin Arzt. Ich bin Dr. Pocher und da gibt es auch noch nichts anderes so zu sagen. Wann haben Sie denn Medizin studiert? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe mir den Titel ja auch teuer erkauft, das habe ich auch gerade schon gesagt. Das habe ich mit den Klitschkos zusammen gemacht und die Ursula von der Leyen hat da auch eine Stunde gegeben, der Gutenberg. Wir waren so eine große Truppe und wir haben alle unseren Doktortitel bekommen. Haben Sie denn geguckt, ob es hier ein Räumchen gibt, wo man sich verkriechen könnte, wenn man jemanden treffen würde, wenn man noch eine Untersuchung machen würde? Na, hier sind wir jetzt nicht im Krankenhaus, aber es gibt überall
Wer untersucht werden möchte, der wird auch untersucht von mir. Da mache ich keine Unterschiede. Auch Promi-Dame oder auch andere. Ich meine, jetzt war hier eine Dame, die wollte ein Bild mit Ihnen haben. Da wird ja gleich wieder spekuliert. Ja, wie schon gesagt, ich bin ja einfach Freund. Ich bin zu allen nett und freundlich. Das gehört einfach als Arzt mit dazu. Ich finde, in diesen harten Zeiten Praxisgebühr einfach mal vergessen. Einfach nur da sein für die Menschen. Ach, Sie sind für die Menschen und vor allem für die Frauen da, oder? Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich Frauenarzt bin. Ich mache alles. Bin Allgemeinmediziner. Dr. Pocher, der Arzt, dem die Frauen gefallen? Oder wie war das mal? Das war eine RTL-Serie. Ja, dem die Arzt, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. So war der ursprüngliche Titel. Aber das hat mit mir nichts zu tun. Aber wenn es eine Wiederauflage gibt, an mir soll es nicht liegen. Glauben Sie, die Frauen vertrauen Ihnen noch nach den Schlagzeilen? Ehrlich gesagt, ist mir das halbwegs egal, ob die mir vertrauen oder nicht. Ich bin, wie schon gesagt, ich mache meinen Job. Und da gehört Vertrauen als Arzt immer mit dazu. Und mir kann man definitiv vertrauen. Und Sie sagen also, schlechte PR ist auch PR und somit auch gute PR? Nö, ich habe, ob gute, schlechte PR oder so, ich finde grundsätzlich an einer ganz normalen Untersuchung, finde ich ja auch nichts Schlechtes. Das ist ja was Freundliches, wenn das schon solche Aufmerksamkeit hat, wenn man Menschen untersucht. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Also es war eine ganz normale Untersuchung, sagen Sie. Wie schon gesagt, aufgrund des Ärztegeheimnisses kann ich ja nichts dazu sagen. Das möchte weder die Patientin noch ich als Arzt möchte das. Aber ich habe schon einige untersucht und alle erfolgreich. Ja, wunderbar. Ja, du, dann sage ich schon du, Herr Dr. Pocher, Entschuldigung, das werde ich ja nicht machen. Egal. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und hoffe, Sie untersuchen noch den einen oder die andere heute Abend. Ihr werdet es exklusiv erfahren. Da freuen wir uns. Dankeschön. Natürlich, bitteschön. Herr Dr. Pocher, Entschuldigung, noch einmal für Wips. Gar kein Problem. Kaputt gegangen. Ups. Ach, das gehört sogar dann gar nicht mal da drauf. Ah, okay. Nee, stopp. Hau raus. Jetzt wir. Dann hake ich da noch mal nach, wo der Kollege schon so lange nachgebohrt hat. Ich habe gehört, Julia Siegel ist wieder Single. Wäre das eine Option? Ich bin ja nicht auf Frauensuche. Also mir ist das total gleich. Ich bin ja Arzt, ich bin da, um zu helfen. Also ob die Single ist oder nicht, das ist total unerheblich. Okay, dann als Arzt, heute Abend McDonald's-Gala. Wie gut ist das Essen? Wie gut das Essen ist? Von McDonald's, als Arzt so gesprochen. Ach, als Arzt gesprochen. Also ich dachte, ja, das ist ja eine Geschmacks- und eine Lustfrage. Also, und mir schmeckt's und ich finde, man kann das ruhig mal essen. Also aber mit Nährwerten und so haben Sie noch nie irgendwie gesehen? Auf den Sets ist doch immer genau aufgelistet, wie viel Vitamin etc., Ballaststoffe, Eiweiß etc. Also in dem Salat sind so viele Vitamine drin, das ist wirklich fantastisch. Also das ist wirklich, ich kenne keinen unglücklichen Menschen, der bei McDonald's rausgeht und sagt, also das war jetzt aber hier nicht vitaminreich. Also auch so eine Cola hat doch auch bestimmt Vitamine irgendwo. Die verstecken sich halt gut, aber die sind irgendwo auch da. Dann möchte ich noch auf ein zweites Thema eingehen. Gerne, ich habe gehört. Ich habe allerdings riesen Zeitdruck, aber bitte. Sie werden jetzt dann tanzen. Ja, das haben Sie dann. Haben Sie nicht nur gehört. Ihr Gehör ist nicht nur in Ordnung. Sie haben sogar richtig gesehen und gelesen. Ja, und wie ist es so bisher als Moderator? Ja, schon. Aber jetzt als Teilnehmer, als Kandidat? Ja. Nicht in dieser Let's Dance Show. Helfen Sie mir. Nein, bei Let's Dance habe ich ja gar keine Zeit für. Also ich bin natürlich gerne, daran soll es nicht liegen, aber... Nein, Sie sind jetzt Kandidat in einer Tanzshow, habe ich gelesen bei der BILD. Hat die BILD wieder einen Schmarrn geschrieben? Nein, die BILD-Zeitung zeigt hier und da kritisch zu sehen. Ist gut, dass Sie da auch nachfragen und kritisch dranbleiben mit Ihrem Magazin. Aber es ist grundsätzlich so, dass Deutschland tanzt. Und so oft fragt doch dein Land, was kannst du mal zurückgeben? Und mich hat Niedersachsen gefragt, was kannst du zurückgeben? Da habe ich gesagt, wie viel braucht ihr? Da haben wir gesagt, tanz einfach nur für uns. Da habe ich gesagt, easy, da bin ich der richtige Mann. Here we go. Wenn Sie heute Abend auch noch das Tanzbein schwingen, vielleicht zur Musik von Bonnie Tyler? Ja, ich glaube, Holding Out for a Hero, da bin ich der, also bin ich, das ist mein Song eigentlich. Alles klar, danke schön, einen schönen Abend. Sehr gerne. So, das war's jetzt. Jetzt ist aber wirklich gut für heute. Ein langes Facebook Live aus dem Bayerischen Hof von der McDonald's-Gala. Die Herrschaften werden jetzt einen lustigen Abend genießen. Wir werden mal sehen, was wir machen. Vielleicht dürfen wir auch sogar mal reinschauen und können noch ein paar Impressionen für euch holen. Gucken wir mal. Für jetzt war's erstmal das. Schönen Abend. Danke.